Verliere mich in den unendlichen Weiten meines Beutels. Sehr schön. Wer kennt's nicht? Krähenzweig? Nee. Kraftkirschen haben wir 12. Wir haben 12 Kraftkonzentrate. Das ist ganz gut, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Weil ich wollte zumindest, dass jeder kämpfende Charakter 4 hat. Mit dem wir am Anfang gegen Kalasmos antreten. Weil ich denke, das reicht. 70 Talentsamen haben wir, genau. Das wollte ich wissen. So, und jetzt kann gerne nochmal ein Heilschleim auftauchen, bitte. Wieso taucht da jetzt keiner auf? Ich finde das ein bisschen kurios, dass da jetzt keiner auftaucht. Wenn ich ehrlich bin. Die hauen wir so um. Na gut. Letzter Kampf, bevor wir zur Le Akademie gehen. Well, hello. Ich glaube, ich werde Jade auch gleich mal abziehen. Und Kleptomane. Beziehungsweise, bevor wir hier abziehen, werde ich nochmal den Boss mitnehmen. Another one fights the dust. Serena erreicht Stufe 90, sehr gut. Wir werden noch den letzten Boss mitnehmen, den Tristan noch für uns hat. Dann haben wir das nämlich auch. Und Serena muss sparen. Oh, wir kriegen eine Kraftkirsche. Schön. Das habe ich euch ja gesagt, das wollten wir machen. Dann haben wir den nämlich auch. Aber dazu müssen wir einen Drachen erstmal wieder killen. Und erstmal die Edelsteine einsammeln. Smaragd der Ruhe, der Seelenruhe, Königsklunker, Saphir des Scharfsinns. Ich finde das echt gut, dass sie das hier übernommen haben aus der finsteren Festung. Finde ich echt gut. Ein Amethyst der Agilität und ein Topaz der Tatenfreude. So. Gibt's mal ein paar andere Monster hier. Oh Mann, ey. Mann. Eric, einmal auf der A3 G15. Und wir machen sie einfach alle platt. Monster haben wir hier alle, genauso wie in den anderen Prüfungen. Und Rionaldo erreicht Stufe 93. Veronica Stufe 97 ist damit durch. Mit Punkten. Ja. Das heißt, wir brauchen bei ihr 12 Punkte für ihre letzte Fähigkeit. Also 12 Talentsamen brauchen wir bei ihr. Rionaldo, ein bisschen Luft hast du ja noch. Ah, mal gucken. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zur 4. Ebene. Damit wir uns den letzten Boss zur Brust nehmen können. Den es hier noch gibt und den wir noch nicht kennen. Obwohl ich, glaube ich, mich meine zu erinnern, wer es ist. Aber werdet ihr sehen. Ich sag nur, Sophie ist ein alter Bekannter. Das hilft euch sowieso nicht. Davon mal ab. Aber wir haben das Monster auf jeden Fall schon mal gesehen. Haben wir eigentlich alle, aber ist okay. So. Aber um einen Kampf, Freunde, kommen wir nicht drum herum. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir tatsächlich doch vielleicht nochmal einen Metallschleimkönig treffen. Der ist aber nah an der Tür. Och, Mann, oh. Irgendwie ist mir gerade kein Metallschleimkönig vergönnt. Ja, lass ruhig ihre Kräftigung auslaufen. Ist okay. Ist okay, kann ich nicht leben. Das Ding ist jetzt halt, Schwertanz. Spannt die jetzt gerade so ein bisschen, Veronica wieder reinzuholen? Mache ich auch mal. Eric brauchen wir zurzeit nicht. Also, Veronica, komm zurück. So, und einmal raus. Komisch, dass Jade alles abkriegt. Oh! Okay, der ruft Unterstützung. Das ist ja was für Jade. Femme fatale. Gut, die beiden sind erledigt. Boah, der wird ab, ey. Ich glaub's nicht.
Schmuggel! Jo! Das nenne ich mal ein Comeback. Alter. Aber 1468 Punkte Schaden. Musst du Bescheid. Schade. Kein Metallschleimmonster. Warum nicht? Mann, ich will ein Metallschleimmonster. Finde ich doof. Gut, dann machen wir mal Schmor. Okay, den einen haut's um, der andere lebt noch. Gleich nicht mehr. Sag ich doch. Ja, das haben wir dann auch. Leider ohne Metallschleimmonster. Manu. Na gut. Ich wollte euch den letzten Boss zeigen, den es hier noch gibt. Das machen wir jetzt auch. Ist hier vielleicht zufälligerweise eine Truhe? Nein. Wir haben, das Ding ist ja, wir könnten eigentlich zur Hilfe mehr oder weniger noch Lex Archiv nehmen, was wir gekriegt haben. Aber ganz ehrlich, ich durchstöber nicht sämtliche Bereiche nochmal auf der Suche nach irgendwelchen Truhen oder so, die wir vergessen haben eventuell. Das, nee. Oh, guck mal, 5 Level-Ups für uns. Boah, kann sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Kann sich wirklich sehen lassen. Doch, nicht schlecht. Gut, dann besuchen wir nochmal Tristan, die alte Keule. Tristans Labyrinth Pantheon, genau. Erdwins Kammer. Sei gegrüßt, Lars. Du hast die Prüfung des Lichtbringers überlebt und damit deine große Kraft bewiesen. Solltest du diese letzte Prüfung bestehen, so werde ich dir einen Wunsch gewähren. Nun, was sagst du? Wirst du die Prüfung bis zum bitteren Ende durchstehen? Na klar. Dann werden wir nun beginnen. Wie zuvor werde ich dich vor eine große Herausforderung stellen, die du überwinden musst. Solltest du mit 50 oder weniger Aktionen triumphieren, werde ich dir einen Wunsch gewähren. Möge der Kampf nun beginnen. Gegen den Statthalter des Stolzes. Und ich finde, das Monster passt dazu wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Denn es ist niemand anderes als General Euklas, der alte Verräter. Aber ich denke mal, das wisst ihr alle. Oder die meisten von euch. Ihr habt ja schließlich alle Parts geguckt, nicht wahr? Ne? Hättet ihr jetzt eine Cam, hättet ihr gesehen, dass ich gerade so ein bisschen mit meinem unteren Augenlid gespielt habe. Weil es haben bestimmt einige nicht alle Parts geguckt. Oder schon geguckt, aber... Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es kein Spoiler mehr, weil wir haben schon... Ei. Ach, jetzt ruft der feine Herr sich auch noch... Oh, nee. Jetzt ruft der feine Herr sich auch noch Verstärkung hier. So ist das also. Dann noch so eine blöde Pandora-Büchse. Ist das dein Scheiß Ernst, Alter? Aber ist gut, dann können wir Kavum einsetzen. Ich dachte, jetzt kommt so eine Aktion. Ja, wird durch ein Schild zurückgeworfen. Ja, vielen Dank auch. Das wäre es echt noch gewesen. Es war irgendwie sowas von klar. Und das war auch klar. Warum wusste ich, dass sowas kommt? Dass wir nicht vorher die Chance haben zu heilen. Es war irgendwie so klar, dass das passiert. Mann, jedes Mal. Ja, da kannst du dich viele Sachen nehmen. Wir haben eh keine Vorteile. Im Gegenteil, wir haben 2 Gruppentote. Was willst du noch? Ja, natürlich. Und das funktioniert auch noch. Pass auf. Nee, doch nicht. Mensch, habe ich Glück. Wow. Ja, super. Sag mal, darf ich auch noch mal hier? Oder was ist... Ja, klar. Darf ich auch nochmal? Oder wie ist das hier jetzt? Freundchen. Glaube ich ja wohl nicht. Der spielt doch schon wieder unfair. Das ist genau dasselbe wie bei den Koloss. Jetzt bescheißt er schon wieder ohne Ende, damit er auch ja gewinnt. Ey, ich hasse sowas. Ehrlich.
Da war jetzt eigentlich ein Fehler, Veronica zurückzuholen, weil ich muss sie jetzt sowieso austauschen, weil dieses rote Arschlochmonster da ist. Und da sie nur zaubert, kann ich sie leider so nicht gebrauchen. Mega Heilung. Ich muss Jade erstmal liegen lassen, so leid es mir tut. Ja, natürlich. Ja, leg sie auch noch hin. Hervorragend. Ja, bring sie gleich wieder um. Damit wir auch gar nicht erst zum Zuge kommen. Ja, aktivieren wir ruhig dein Kraftfeld. Wie soll ich das schaffen? Ganz ehrlich, wie soll ich das schaffen, wenn er mir ständig alle Leute umhaut? Das ist doch zum Kotzen. Wie soll ich das jetzt schaffen? Weil er haut mir jetzt jedes Mal meine Leute um. Ist doch scheiße. Ich kann auch nicht rausgehen. Das nervt mich total. Ja, bring ihn auch noch um. Wunderbar. Damit ich auch ja gar nicht mehr zum Zuge komme. Ich bin nur noch mit Wiederbeleben beschäftigt. Das ist scheiße. Das ist Mist. Ja, ist klar. Ist klar, Freunde. Wie soll man da eine Chance haben? Ganz ehrlich, wenn er sowieso alle killt. Das ist doch Mist. Ehrlich. Das ist wirklich Mist. Riesengroßer Mist. Kann man sich das gleich schenken, ehrlich. Jetzt rege ich mich schon wieder auf. Super. Das muss nicht sein. Ne? Von mir aus kann er mächtige Attacken haben. Doch nicht alle lebenslang irgendwelche Leute umhauen. Irgendwann ist auch mal gut. Dürfen auch gerne mal hier daneben gehen. Nein. Ja, Opa. Hau mal Opa auch noch um. Ist recht. Irgendwie muss ich das Ding wenden. Tut mir leid. Ich werde Hendrik gleich wieder zurückholen, dann werde ich ihn austauschen. Weil es bleibt mir nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Weil ich muss irgendwie mal das Feld hier aufräumen. Das kann doch echt nicht angehen. Der hat 4 Monster. Und ich wundere mich, dass ich hier auf die Fresse kriege. Der spinnt ja wohl. Ich werde das sowieso nicht schaffen. 50 Aktionen, hallo? Wie soll ich das denn machen? Ja, du bist der Allertollste. Schön. Ja, hau wieder jemanden um. Ist ja nicht das erste Mal. Ja, natürlich. Opa ist fast tot und wir liegen flach. Ja, 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 ist klar. Super, jetzt ist Jade alleine und sie kann nicht wiederbeleben und alle anderen sind wahrscheinlich tot. Nee. Serena und Veronica leben noch. Na, das ist aber eine große Ehre, dass die beiden noch am Leben sind. Wahnsinn. Echt. Das ist echt ein Hammer, ehrlich. Das ist echt ein Hammer. Dass der machen kann, was er will. Ehrlich. Ja, ist klar. Überlegt mal, wir sind auf dem Weg nach Level 99. Wir schaffen den nicht. Das muss man sich echt mal reinziehen. Warum nicht? Weil der sogenannte Statthalter des Stolzes so derart overpowered ist, laut meiner Meinung. Ja, ist klar. Natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade richtig sauer. Aber richtig. Ich finde das richtig unfair, was hier gemacht wird. Echt. Es ist so ein schönes Spiel, aber ich habe noch nie solche Probleme gehabt. Das kann nicht sein, ehrlich. Es kann echt nicht angehen. Es liegt nicht daran, weil ich schlecht bin oder so. Es hat einfach damit zu tun, dass unser Gegner gerade dermaßen am Bescheißen ist. Schon wieder. Das geht langsam echt auf keine Kuhhaut mehr. Der bescheißt ohne Ende. Ja, sie ist wieder tot. Schön. Kann ich nicht einfach mal rausgehen aus diesem Kampf? Das ist kein Kampf, das ist... Nee, das ist scheiße, echt. Und er ruft ständig Verstärkung. Er übertreibt es einfach. Das macht so keinen Spaß, ehrlich. Ich kann nicht mal fliehen, gar nichts. Ja, toll. Ja, dann besieg mich halt. Freu dich dran. Feiges Schwein. Ehrlich. So kann ich auch gewinnen. So kann meine Oma auch gewinnen. So gewinnt jeder. Da brauche ich kein Profi für sein. Ehrlich nicht. Oder nicht mal was können. So kann jeder gewinnen. Ja, auf Koop-Kraft. Du bist ein ganz toller Hecht. Ganz toller Hecht. Hast du fein gemacht. Meine Güte nochmal, ey. Ehrlich. Ja, fick dich ins Knie, ehrlich.
Was ist das für eine lächerliche Prüfung? Mal ganz ehrlich, das ist doch keine Prüfung. Das ist ein Prügelwettbewerb. Mehr ist das nicht. Ehrlich. Sowas Lächerliches. Mann, 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 Mann. Hendrik, Jade und wir. So, und jetzt gibt's auf die Fresse. Schnauze voll. Ehrlich. Kann doch echt nicht angehen. So, Stoßwirbel. Das kann doch echt nicht angehen, weißt du? Ja, 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 ja. Ja, du bist so ein feiges Schwein. Das ist echt unfassbar, ehrlich. Wie darf so einer überhaupt kämpfen, sag mal? Also ich muss echt sagen, da war Euklas fairer. Muss ich wirklich sagen. Muss ich wirklich sagen. Das ist ohne Scheiß. Der war wirklich fairer. Weil das ist einfach nur Scheiße hier gerade. Ehrlich. Das ist wirklich reinster Prügelwettbewerb. Mehr ist das nicht. Ich bin gerade so sauer, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin richtig sauer gerade. Aber richtig. Ich fühle richtig, wie das in mir brennt. Ja. Und er trifft immer. Ja, verflucht sind wir auch noch. Schön. Ja, und mich haut er natürlich gleich wieder um direkt. Natürlich. Nee, sorry, das ist von einem... Ja, natürlich. Komisch, er kriegt genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige, was er braucht. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, jetzt ist unsere Heilerin tot. Ja, 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 ist klar. Nee, wisst ihr was, Leute? Ich werd das offscreen machen. Ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich. Das ist unfassbar. Das kann echt nicht angehen. Ehrlich. Also langsam ist das echt eine Frechheit. Ich kann verstehen, wenn mal ein Gegner ein bisschen stärker ist, ja? Aber so wie der gerade ist, ne. Tut mir leid. So stark ist kein Gegner. So stark ist nicht mal Kalasmos. Ganz ehrlich. Oder sie haben das Spiel heimlich so derart gepatcht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ehrlich. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich habe noch nie solche Schwierigkeiten gehabt gegen den. Unglaublich. Ehrlich. Das kann echt nicht angehen. So. Auch wenn es nicht viel bringt, Wiedergeburt auf Hendrik. So, und dann werde ich ihn gleich mal rausnehmen. Tauschen gegen Veronica. Ja, wir brauchen Hilfe. Gegen das Arschloch hier. Ja, genau, wir verfehlen. Aber der feine Herr trifft natürlich immer. Er trifft immer. Weißt du, aber wir? Nö, komm. Ist ja egal. Ja. Ja. Komm, mach noch ein drittes Mal, damit gleich alle umfallen. Meine Güte nochmal. Ehrlich, nicht zu fassen. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Gruppe schwach ist. Nee, überhaupt nicht. Die hat nur die bestmögliche Ausrüstung, aber ja, ist klar. Immerhin ruft er keine Verstärkung mehr. Weil das muss echt nicht sein. Das tut echt nicht nötig. Ja, Veronica ist gelähmt. Ja, und Straight ist die Nächste. Jetzt ruft er wieder Verstärkung, der feine Herr. Ja, ist klar. Ich frage mich echt, was sie sich bei dem gedacht haben. Frage ich mich echt. Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch scheißegal. Ich finde es eine Frechheit. Ja. Durch den Fluch ist Veronica natürlich schön unbrauchbar geworden. Ja, jetzt bescheißt er da auch noch. Und Jade ist natürlich auch in seinen Bann gezogen. Na klar. Ja, natürlich. Ja, du bist so geil. Und ich bin der Nächste. Jawohl, wunderbar, Leute. Ehrlich. Das ist echt unfassbar. Ja, schön. So kann ich mir natürlich, so kann ich mich natürlich auch zum Sieg bescheißen. Das geht auch, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, da vergeht mir gerade richtig die Lust am Spiel. Muss ich wirklich sagen. Also das habe ich echt noch nie erlebt. Das ist wirklich eine Frechheit, was ich hier gerade erlebe. Wirklich. Ja, es wird sie umbringen. Weiß ich. Nee, doch nicht. Oh, ich hab Glück gehabt. Ja, du bist so toll. Ja, komm.
Mach einen Kopf zu und halt die Fresse. Ja, ja. Bring mal schön alle Leute an den Rande des Todes. Na. Oh Mann, ey. Don't worry, I'm here to help. Es gibt Momente, da wünsche ich mir bestimmte Bosse zurück. Ich vermisse es Chiaroscura so sehr, es glaubt ihr nicht. Echt. Meine Fresse. Was vermisse ich die Frau? Na, direkt mal nicht am Bescheid. Ja. Ja, natürlich. Und er ruft ihn natürlich auch noch Verstärkung, weil der feine Herr es natürlich nicht alleine schafft. Das hat nichts mit Stolz zu tun, das hat mit Feigheit zu tun, Freundchen. Ja, und ihr werdet auch alle noch gekräftigt, natürlich, damit es auch hier noch schlimmer wird für mich. Klar. Don't worry, I'm here to help. Unglaublich. Unglaublich, ehrlich. Also ich kann zwar verstehen, wenn er am schwersten ist, klar, aber so, nee. Weil so ist er schwerer als Kalasmos. Und das kann nicht sein. Eigentlich sollte der Endboss weiterhin der schwerste Gegner bleiben. Aber wenn das so ist... Nee, komm, dann mach lieber Kavum. Hauptsache, du haust ihn weg. Ja, natürlich. War klar. Also ich habe die Aktion nicht gezählt, aber ich gehe fast schon davon aus, dass es mehr als 50 sind. Und so leid es mir tut, ich muss als erstes meine Gruppe heilen, weil sonst haut er mir die anderen auch noch um. Und dann haben wir dieselbe Situation wie vorhin. Ey, das ist unfassbar, ehrlich. Das kann echt nicht angehen. Ich wollte euch nur den Boss zeigen. Und ich kriege jetzt so auf den Arsch. Das kann echt nicht angehen. Hau den Arsch und dann kriegt Veronica eben keine Punkte. Der steht immer noch. Ja, und natürlich funktioniert das auch noch. Nee, habe ich aber Glück gehabt. Meine Güte nochmal. Man wird sarkastisch. Man wird sarkastisch mit der Zeit. Ja, noch mehr Unterstützung für den feinen Herrn, weil er es ja nicht alleine schafft. Meine Güte. Mach dich nicht lächerlich, Kleiner. Echt, mach dich nicht lächerlich. Komm, Dämonending und dann ist der Arsch weg. Kriegt Veronica eben keine Punkte. Es ist halt so. Aber ich will dieses Arschloch jetzt endlich weghaben. Das kann doch echt nicht angehen, dass er hier nicht ausgelöscht wird. Na, endlich ist er weg. Jetzt können wir mal wieder darüber nachdenken, Veronica zurückzuholen. Meine Güte nochmal. Ja, oder so. Aber es waren bestimmt mehr als 50 Aktionen. Das hat viel zu lange gedauert. Jedes Gruppenmitglied erhält 36.000 Punkte, außer Veronica. 8.380 Goldstücke. Eric erreicht Stufe 98 und ihr seht keine Talentpunkte mehr. Pandora-Büchse lässt eine Schatztruhe zurück. Talentsamen bekommen wir, das ist nett. Aber wahrscheinlich mehr als... Ich gratuliere, Lars. Ich möchte es nicht mal normal durchlesen gerade. Ich gratuliere, Lars. Du hast tapfer gekämpft, doch du hast den Feind auch mit 50 oder weniger Aktionen bezwungen, damit die Prüfe bestanden. Du hast es geschafft. Es ist dir gelungen, mit nur 41 Aktionen, viel zu viel eigentlich, den Sieg zu erringen. Fiver, du hast die Prüfung mit Bravour bestanden. Nee, mit Ach und Krach. Das war scheiße. Ja, komm, gib mir deinen scheiß Porno da. Wie bitte? Dein innigster Wunsch ist es, eine Zeitschrift von abgrundtiefster Lassivität zu besitzen. Nun, wie heißt es doch so schön? Stille Wasser sind tief. Jupp. Es steht mir nicht zu, dich unter deine Interessen in Frage zu stellen, Lichtbringer. Hier. Lass erhält sein eigenes Exemplar von Spannende Abenteuer. Ach, welch glückliche Erinnerung diese Seiten doch innewohnen. Hüte diesen Schatz wie dein Augapfel, Lichtbringer. Schmerzt mich sehr, mich davon zu trennen. Aha. Genauso pervers, siehste? Ich möchte dir noch ein persönliches Geschenk überreichen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Stärkesamen. Mächtiger Lars, mach dich nicht lächerlich. Du hast jeden Widersacher bezwungen, den ich herbeigerufen habe, und du hast alle Belohnungen erhalten, die ich dir gewähren kann.
Fürwahr, du stehst meinem alten Gefährten in nichts nach, doch. Also so wie wir uns gerade angestellt haben, das war scheiße. Du bist der würdige Nachfolger von Erdwin, dem legendären Lichtbringer. Bei so vielen gewährten Herzenswünschen bist du womöglich wunschlos glücklich, doch erlaube mir dir als letzte Belohnung dieses Buch zu überreichen. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Der Heldenhelfer, brillante Waffen. Lies es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt ein Hypernova-Schwert herzustellen, ein Dynamo-Dolch, einen Galaxarang, Sonnenstab, heißes Eisen, grandiose Gringham-Peitsche, Xenlon-Clown, galaktische Axt. Kein Gegner vermag deiner Macht zu widerstehen. Es gibt in dieser Welt kein Wesen mehr, das du fürchten müsstest. Fliege nun auf Ketos Rücken zur Schattensonne, um Kalasmos niederzuringen und den Frieden in Erdria wiederherzustellen. Ich wünsche dir viel Glück bei diesem Unterfangen, deinem letzten und größten Wagnis. Leb wohl, Lichtbringer. Ja, ich hatte gerade nicht mal die Lust, gerade das so extravagant durchzulesen. Koryphäe der Monstrologie, für die Vollendung der Liste besiegter Monster, womit du den Beweis erbracht hast, dass niemand besser über die Kreaturen Erdrias Bescheid weiß als du. Held des Helden aller Helden, für jene, die von Tristan als reife Krieger angesehen werden. Unbeirrbar, für jene, denen Tristan alle Herzenswünsche erfüllt hat. Ja, Veronica lebt zwar wieder, aber trotzdem ärgere ich mich sehr drüber. Also nicht, dass sie wieder lebt, sondern dafür, wie wir uns gerade angestellt haben, weil das war unterste Schublade. Ehrlich, das war scheiße. Das war wirklich Mist. Da hätte mehr gehen können, aber da der feine Herr ja ständig Unterstützung rufen musste, also das muss ich echt sagen, fand ich scheiße, es hätte nicht sein müssen. Was fehlt uns denn hier? Ach, der Vermillion fehlt uns, alles klar. Zepter der Zeit. Sonnenstab, strahlender Stab. Was fehlt uns denn? Schwarze Träne fehlt uns, okay. Stimmt, die haben wir noch gar nicht. Die schwarze Träne, richtig. Oh, Freunde, ich bin gerade echt sauer, muss ich wirklich sagen. Es tut mir in der Seele weh irgendwo, aber ich bin gerade echt sauer. Und ich habe auch gerade nicht wirklich mehr die Lust auf Dragon Quest, so wie sonst immer. Die Lust ist gerade so ein bisschen verpufft, muss ich wirklich sagen. Und das hat mir gerade echt so ein bisschen die Lust genommen. Weil sowas hasse ich. Ich hasse sowas wie die Pest. Echt. Nichts ist schlimmer für mich als eine KI, die bescheißt. Wie gesagt, wenn ein Gegner mal Verstärkung ruft, okay. Soll er machen. Wenn ein Gegner ein bisschen stärker ist, okay. Gerne, kein Thema. Aber das war wirklich übertrieben. Und er hat immer genau das zum passenden Zeitpunkt gekriegt, was er gebraucht hat. Und das war des angeblichen Glückes zu viel. Das war wirklich zu viel des Glückes. Und das macht dann schon keinen Spaß mehr, wenn das einfach so übertrieben ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, den einen Fail, den ich hatte, den erkenne ich auch nicht an. Das ist für mich kein Fail, weil das war Beschiss. Das war maßloser Beschiss seitens der KI, weil so gewinne ich auch. Da kann ich genauso gut meine Leute auf unverwundbar stellen. Per Sheet hat denselben Effekt. Ist scheiße. Ganz einfach. Ist einfach so. Ne? Und das macht dir dann auch keinen Spaß, weil für dich ist der Kampf dann, also für einen selber als Spieler ist der Kampf dann unendlich langweilig, weil du willst ja auch Spannung drin haben und das hast du dann einfach nicht. Ja, ich habe eine Schlangenseele in der Tasche. Ja, komm, mach. Ich habe gerade echt keine Lust mehr, das durchzulesen. Sorry, tut mir leid. Echt. Weil gerade ist meine Stimmung echt im Arsch. Komm, schwarze Träne. Oho, du hast also ein Faible für exotische Schmuckstücke. Wie? Also gut, gib mir die Seele und ich mach mich ans Werk, mein Lieber. Ja, schön, dann mach mal. Die üblichen Texte kennen wir schon. Wie gesagt, ich hab... Nee, tut mir leid. Ich glaube, ich werde auch gleich die Session beenden, weil es macht so keinen Spaß. Wirklich nicht. Sorry. Aber ich glaube, den einen oder anderen Kampf werde ich noch mitnehmen. Aber richtig. Ey, ein einzelner Boss. Wir haben so viele Bosse gehabt, aber es ist dieser eine Boss. Also Klatschmandu werden wir nächstes Mal wohl machen. Ja. Eigentlich wollte ich ja auch euch auf jeden Fall die Errungenschaften zeigen, die es gibt, wenn man Level 99 erreicht hat.
Ich gehe auch mal hier hin. Prüfung des Weisen. Ich werde die letzten 4 Kraftkonzentrate offscreen holen, die wir brauchen. Wie gesagt, wir werden uns auch ein Klatschmandu versuchen. Wir haben ein Anleitungsbuch gefunden übrigens. Ne, das hatte Tristan glücklicherweise noch. Und, ja. Weiß ich nicht. Also mir fällt gerade wirklich nichts ein. Also ich bin gerade echt sprachlos, muss ich wirklich sagen. Weil ich habe das so noch nie gehabt. Noch nie. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, dass er so meint, bescheißen zu müssen. Ich weiß es nicht. Weil ich habe ihn sonst immer so derart die Fresse poliert. Und jetzt auf einmal klappt es plötzlich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Weil wir haben eigentlich die stärkste Ausrüstung, die uns zur Verfügung steht. Ihr habt es gesehen. Und trotzdem haut er uns so eine rein. Also, keine Ahnung. Ich bin gerade wirklich ein bisschen gefrustet, ja? Doch. Auf einen einzelnen, Leute. Was ist das denn für eine blöde Attacke, ehrlich? Ich werde heute auch nicht überziehen. Mache ich nicht. Mm-mm. Wie gesagt, ich denke mal, ich werde das mit den Leveln und so weiter, werde ich dann offscreen machen. Dann ist es halt so, dann werdet ihr es leider nicht miterleben, dass sie auf Level 99 kommen. Aber wie gesagt, wenn ihr Kalasmus seht, ihr werdet euch denken, mein Gott, ist der einfach. Also dagegen war, ist er wirklich einfach. Wirklich. Ohne Scheiß. Oh, Jade kriegt eine Kräftigung. Ah, mach Kabum, ist ja egal. Oder Kabum, ist mir scheißegal. Den mächtigen Explosionszauber. So, fertig. Ja, ich bin gerade gefrustet. Minimal gefrustet. Mhm. Wäre jetzt natürlich schön, wenn wir dann vielleicht noch zum Trost Metallschleimmonster kriegen, aber irgendwie bezweifle ich das. So fühle ich mich gerade innerlich. Als würde ich explodieren. Möchte man meinen. Achso, Wegfurz. Wegfurz. Was kriegen wir denn jetzt Geiles? Ja, da wird keine harte Hand auftauchen. Das war einmalig mit viel Glück wahrscheinlich. Und jetzt wird sie nicht mehr auftauchen. Vor allen Dingen ist mir des Öfteren aufgefallen, Monster, die man bewusst sucht, so wie jetzt den, die harte Hand des Schatten, meistens tauchen sie dann nicht auf. Die tauchen wirklich nur dann auf, wenn du mit denen am wenigsten rechnest. Ist wirklich so. Aber ich muss gerade mal ein paar andere Monster sehen und die einfach mal niedermetzeln. Ich hoffe, das ist okay für euch. Einfach mal ein bisschen Frost abbauen. So kann man gut seinen Frust abbauen. Einfach an anderen Monstern auslassen. Aber besser an Monstern als an echten Menschen. So. Und Jade erreicht Stufe 93. Das ist sehr schön. Hendrik erreicht Stufe 96. Also Hendrik ist auch kurz davor, keine Punkte mehr zu kriegen. 25 Punkte, okay, das dauert noch. Das werdet ihr dann leider nicht mehr erleben, wahrscheinlich in der Aufnahmesession. Also in der nächsten Aufnahmesession, denke ich mal, werde ich mit den anderen allen auf Level 99 sein, einschließlich Serena. Dann werden wir Klatschmandu. Also die nächste Session wird definitiv die letzte, denke ich mal. Das Einzige, was ich euch höchstens zeigen werde, sind die Anleitungsbücher, die mir noch fehlen. Da werde ich dann extra Videos zu aufnehmen. Die werde ich euch dann vor der nächsten Aufnahme, also
im ersten Part der neuen Aufnahme da euch dann einblenden, wo die dann waren. Ne? Und was sie enthalten. Damit ihr das zumindest nicht verpasst, weil die restlichen, die bekommen wir, wie gesagt, Klatschmandu. Das werde ich mit euch zusammen machen, auf jeden Fall. Klatschmandu und danach dann den Kampf gegen Karlasmos und dann ist Feierabend. Und dann bin ich auch heilfroh drüber, dass es vorbei ist. Klingt zwar jetzt blöd und hart und harsch, aber jetzt momentan ist es so, wie ich es empfinde. Ne? Keine harte Hand. Keine harte Hand. Die will nicht kommen. Well, that was easy. Aber stattdessen werden wir mit Items hochgeschmissen. Gut, dass es nicht die Rösser der Rache sind. Ach, so viel dazu. Giftpfeil. Okay. Auch geil. 10 Punkte werden geheilt und 5 werden abgezogen durch ihren Gift. Auch nicht schlecht. Veronica wins again. Entschuldigung. Echt kein Metallschleimmonster mehr. Haben wir echt nur diesen einen Metallschleimkönig gekriegt? Meine Güte, ist das traurig. Triple Kill übrigens. Vor allem, ich lese erstmal raus. Boss der Rache. Nee, Ross der Rache. Ich dachte jetzt gerade, wir kriegen Pferdemist. Nee, alles gut. Man wird echt paranoid hier. Aber keine harte Hand der Schatten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Metallschleimmonster trifft, ihr seht es ja, gerade wenn es gewollt ist, sehr gering. Opa erreicht Stufe 92. Leider reichen die Punkte immer noch nicht. Nee, ich wollte jetzt mal Hintertür bewirken. Ich will mal wissen, wo wir rauskommen. Eine mysteriöse Macht lässt die Zauber scheitern. Ah ja. Also es geht tatsächlich nur per Teleport. Alles klar. Das wollte ich mal wissen. Das habe ich letztes Mal nämlich nicht ausprobiert. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Kämpfe. So ist doch egal. Ich überziehe jetzt trotzdem noch mal ein paar Minuten. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht wenigstens einen Charakter auf Level 99 noch kriegen. Aber wisst ihr was, ich überziehe noch ein bisschen länger. Ist doch egal. Muss morgen eh wieder spät los. Also ich habe sowieso immer Spätschicht, davon mal ab. Ne? Und ja. Nee, aber ich denke mal, nächste Session Klatschmandu und dann Karlasmos und dann sollten wir tatsächlich auch fertig sein mit dem Projekt. Das ist der Plan. Und machen wir uns noch ein bisschen nützlich und versuchen noch die letzten 4 Kraftkonzentrate zu erkriegen. Werde ich mal Veronica wieder austauschen gegen Eric. Da ist er. Eric wird wahrscheinlich auch als erstes die Level 99 Marke erreichen. Ein Level ist er ja davon noch entfernt. Machen wir das so. Dann machen wir zumindest was Nützliches. Und das ist nicht ganz so frustrierend, in Anführungszeichen, wie jetzt gerade der Kampf gegen den Statthalter des Stolzes, in Anführungszeichen. In der S-Version, wie gesagt, gibt es ein paar mehr Bosse, ne? Die werden wir ja dann auch unter die Lupe nehmen, wenn es soweit ist. Schade, ich hätte jetzt gehofft, das wäre jetzt Metallschleimkönig. Man versucht es ja, ne?
Man versucht es, Freunde. Ich bin ja beharrlich, so ist es ja nicht. May heaven's winds propel thee hence. Ah, wunderbar. Damit hat sich das mit seiner Heilung nämlich erledigt. Komm, mach mal den guten alten Hackschrauber, den hatten wir lange nicht mehr. Außerhalb von ein paar Parts. Und Lars erreicht Stufe 97. Sehr schön. Das heißt, wir sind raus aus den Punkten. Das waren die letzten 10 Punkte, die wir kriegen können. Dann machen wir mal... Nein. Das andere. Das hier. Nehmen wir ruhig das mal mit.